Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Kapitel Grundlagen der Funktionalanalysis, genauer gesagt Kapitel 10. Und das Erste, was einem wahrscheinlich ins Auge fallen dürfte, ist, ich habe mir mal was überlegt. Und zwar ist es immer ziemlich mühselig gewesen, gleichzeitig zu erzählen und die Sätze auch noch zu schreiben, die ich da formuliert habe, weil es eh alles im Skript steht. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann könnte man ja einfach die wichtigsten Aussagen, die da sowieso stehen, einfach mal in eine PDF-Datei umgliedern oder auslagern und dann eben eine kleine Präsentation machen und die Beweise dann wieder schreiben. Und genau das werden wir auch tun. Und das ist heute erstmal so ein kleines Pilotprojekt sozusagen. Aber das ist, denke ich mal, eine ganz sinnvolle Erweiterung, sage ich mal. Gut. Was machen wir heute? Wir machen heute weiter, nachdem wir letztes Mal dieses Integralkonstruktionskapitel abgeschlossen haben, was irgendwie nicht ganz so spannend war, was aber ganz nette Einsichten in so ein paar ja, strukturelle Dinge gebracht hat, was wir jetzt aber im Verlauf des Weiteren auch nicht mehr brauchen. Und heute wenden wir uns mal wieder einem etwas praxisrelevanteren Thema zu, nämlich wir gucken uns an, was sind denn oder was passiert, wenn wir Funktionalanalysis auf endlich dimensionalen Räumen betreiben. Ja, und warum ist denn eigentlich so ein endlich dimensionaler Raum für die Funktionalanalysis ziemlich langweilig? Und das werden wir heute mal machen und wir gucken einfach mal, wie wir da durchkommen. Ich habe auch noch nicht genau überlegt, wie das aussieht mit Schnittpunkten. Sollte es zwei, drei Videos dauern. Und so lange ist das Kapitel heute aber auch nicht, von daher. Wir schauen mal. Also. Wie schon angekündigt, was passiert jetzt eigentlich, wenn wir die Raumdimensionen mal wieder endlich setzen? Also was passiert mit Operatoren auf dem K hoch n oder auf anderen endlich dimensionalen Räumen? Lohnt es sich überhaupt, andere endlich dimensionale Räume anzugucken? Oder kann man da irgendwie Isomorphien ausnutzen und so weiter und so fort? Was wir uns ja auf jeden Fall schon mal angeguckt haben, das sind ja diese LP-Räume, die sind definitiv unendlich dimensional. Wenn man zum Beispiel vom L2 eine Basis angeben will, dann kommt man halt auf eine Orthonormalbasis mit ein bisschen überlegen. Das sind abzählbar unendlich viele Funktionen, die das Ding aufspannen. Wenn wir jetzt also Räume betrachten, wo wir was mit endlich vielen Funktionen machen, was passiert dann? Das ist die Grundfrage dieses Kapitels. Und wir werden dabei ein paar wichtige Ziele abarbeiten. Wir werden zunächst mal zeigen, dass auf k hoch n alle Normen äquivalent sind. Das heißt, egal welche Norm ich habe, ich finde immer Konstanten, durch die ich die gegenseitig abschätzen kann. Und das Wichtigste ist, lineare Operatoren, wenn ich die zwischen endlich dimensionalen Räumen betrachte, sind die immer automatisch stetig. Und das ist auch der Grund mit, warum aus der funktionalanalytischen Sicht diese gesamte endlich dimensionale Raumtheorie komplett trivial ist, in Anführungsstrichen. Weil, wenn ich zwischen endlich dimensionalen Räumen bin, kann ich mit linearen Operatoren machen, was ich will. Ich habe sie immer stetig. Bevor wir das jetzt machen, das wird jetzt ein paar aufeinander aufbauenden Schritten passieren, wie immer, also gucken wir uns mal ein paar Erinnerungen an. Wir hatten in Kapitel 3, wenn ich mich richtig erinnere, diese kleinen LP-Räume mal definiert. In dem Sinne, dass wir die als Räume betrachtet haben, die durch so ein Zählmaß induziert wurden. Wir können im Folgenden einfach auch davon ausgehen, dass dieses kleine LP einfach der Raum K hoch n ist. Ausgestattet mit der p-Norm, also mit dieser kleinen p-Norm. Dabei ist das k wieder eine Menge in R oder C, so wie wir das schon kennen. 1 ist immer noch kleiner gleich p kleiner als unendlich und das n ist eine natürliche Zahl. Der Fall p gleich unendlich, der ist ein bisschen ja, nicht grundlegend anders, aber den sollte man doch gesondert betrachten, weil da ist es eben wieder nicht die p-Norm, sondern die Maximumsnorm. Dementsprechend muss man da ein bisschen aufpassen. Diese Norm, die da oben steht, das war einfach nichts anderes, als wir nehmen uns die Summe aller Vektoreinträge, weil wir sind jetzt am k hoch n, da haben wir ganz normale n-Tupel als Vektoren stehen. Und wir nehmen uns einfach die Beträge der einzelnen Komponenten hoch p, einer der Gründe, warum das Ding an der Stelle auch nicht unendlich sein sollte. Summieren also alles auf und nehmen dann daraus die p-te Wurzel oder so wie es hier steht, eben wir nehmen das ganze Ding hoch 1 durch p. So, und was daraus resultiert, ist quasi, wir kriegen eine ganz normale Norm raus, wie wir das kennen. Ne, das haben wir irgendwie in Kapitel 1 uns überlegt, als es darum ging, nochmal so ein bisschen die mathematischen Grundstrukturen sich anzugucken. Da waren ja Normen auch eine dieser Strukturen. Und diese Abbildung, das haben wir da erwähnt, das haben wir, glaube ich, auch in Kapitel 3 nochmal erwähnt, das ist tatsächlich einfach stinknormale Norm. Das kann man sehr schnell nachrechnen.
Da steckt nicht so viel hinter. Die Nummerierung in den Folien, das sollte ich vielleicht kurz dazu sagen, wenn jetzt hier hinten eine 1 hintersteht, heißt das, das ist im Skript 10.1. Also Kapitelnummer Punkt 1. Ich hatte keinen Bock, das Ding so einzustellen, dass das noch extra auf die Kapitelnummer guckt. Außerdem ist es so, glaube ich, auch übersichtlich genug. Von daher passt das schon. Mit diesen Erinnerungen jetzt sozusagen gehen wir einen Schritt weiter und gucken uns damit jetzt an, dass wirklich alle Normen auf KHN äquivalent sind, egal wie ich die Dinger wähle. Das ist ja durchaus erstmal nicht offensichtlich. Und das ist der Satz 10.1. Also egal welche Normen ich auf KHN nehme, in diesem Fall zwei Normen, Norm und Normstrich, dann finde ich immer Konstanten klein c, groß c größer als 0, sodass für jedes x aus unserem Raum, also das x hier, das sollte eigentlich sein, das r k hoch n, das könnte ich nochmal ändern, dass ich halt die x-Norm abschätzen kann durch kleine Konstante mal x-Norm und große Konstante mal x-Norm. Das ist sozusagen die Normäquivalenz auf k hoch n, sollte da in der Überschrift eigentlich stehen. Ach, das ist immer schön, wenn die Folien so schön falsch sind. Brauchen wir einmal kurz einen Zettel. Also Folie 4, k hoch n oben und unten x ersetzen. Ja, kriege ich hin. Weil die Folien, die lade ich dann auch einfach zum Skript dazu hoch. Dann ist das auch kein Problem. Ich kann auch nochmal quasi für die anderen neuen Kapitel so ein paar Folien machen. Das ist nämlich keine große Arbeit, weil da kopiere ich nur raus. Weiß aber nicht, wann ich das mache. Also ich versuche lieber jetzt ein bisschen nach vorne zu kommen, als jetzt mich einen kleinen Klein aufzuhalten. Also, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, genau, das wollen wir jetzt erstmal beweisen. Also die Aussage des Beweises ist ja relativ, also die Aussage des Satzes ist ja relativ einleuchtend. Wenn wir also nochmal genauere Voraussetzungen brauchen, kann ich ja hier zwischendurch auch mal wieder zur Präsentation rüber switchen. Alternativ habt ihr natürlich auch einfach das Skript. Das ist ja nach wie vor da. Also, Beweis von Satz 10.1. Flup. Es ist im Prinzip so, dass wir jetzt eine beliebige Norm nehmen und uns dann mal anschauen, wie sieht denn bezüglich dieser Norm einen Vektor aus, beliebig aus k hoch n gewürfelt. Und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie abschätzen können. Und dann gucken wir, ob wir eine andere Abschätzung auf die andere Seite noch finden. Das ist sozusagen grob die Idee. Wenn man es gleich sieht, ist es klarer, was ich meine. Also zunächst, es sei jetzt mal irgendwie so ein Normstrich, Zweistrich, Punkt, irgendeine Norm auf k hoch n. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir damit machen können. Also das sei eine Norm auf k hoch n. Jetzt gucke ich mir an, wie kriege ich die Einheitsvektoren kompakt geschrieben. Dafür nehme ich ganz standardmäßig das Kronecker-Delta sozusagen. Also ich setze mir eine Kurzschreibweise fest für die Einheitsvektoren in die k-te Richtung und sage einfach, okay, das soll das Kronecker-Delta sein, angewandt auf kj. Aber wir betrachten halt quasi j als fortlaufenden Index. Das heißt, das Ding ist genau dann 1, wenn das k gleich j ist und ansonsten ist es 0 und somit induziert es eindeutig den Einheitsvektor. Ne? Also das ist kein Problem. Für die Leute, die das Kronecker-Delta nicht kennen, ich schreibe es einfach nochmal ganz kurz hin, das ist nur eine ganz billige Kurzschreibweise für folgende Funktion. Das ist immer 0, wenn k ungleich j ist und es ist 1 genau dann, wenn k gleich j ist. Wenn man spitzfindig ist, kann man das ja auch als Delta-Distribution in Anführungsstrichen interpretieren, aber ist quasi so eine diskrete Variante, wenn man möchte, aber es hat halt nichts damit zu tun im engeren formalen Sinne. Jetzt nehmen wir uns einen x aus k hoch n. Und wenn wir so ein x aus k hoch n haben, dann wissen wir, okay, die EKs bilden eine Einheitsbasis. Das ist das, was wir kennen aus der linearen Algebra. Und das heißt, wir können das Ding einfach mal in Koordinaten hinschreiben. Dann wissen wir, x ist die Summe über k gleich 1 bis n. Ne, n ist ja die Dimension von k hoch n, das ist auch bekannt. Und mit gewissen Koordinaten xk mal ek. Und die xk sind in der Einheitsbasis gerade die ganz normalen Komponenten, die da stehen. Also das ist sozusagen die eindeutige Koordinatendarstellung in der Standardbasis. Mehr steckt da nicht hinter.
Und jetzt gucken wir mal, was für die Norm gilt. Also für diese Norm, die hier oben gewählt ist. Ich gebe der Norm tatsächlich mal eine Farbe. Vielleicht ist es dann hinterher ein bisschen schöner zu sehen. Also die werde ich jetzt grün schreiben. Das ist zwar ein bisschen Aufwand, aber ich hoffe, dadurch wird klarer, wann welche Norm gemeint ist. Also ich will abschätzen die Norm von x. So, um das machen zu können, nehme ich mir jetzt natürlich erstmal hier diese Koordinatendarstellung. Das heißt, ich gucke mir an die Summe von k gleich 1 bis n, xk, ek. Das kann ich jetzt natürlich abschätzen. Ja, das kann ich kleiner machen mit der Dreiecksumgleichung, weil das Ding ist eine Norm, die erfüllt die Dreiecksumgleichung nach Definition. Kann ich das kleiner machen und in die Summe reinziehen. Also das ist kleiner gleich Summe k gleich 1 bis n. Jetzt der normale Betrag von den Komponenten xk, denn die Komponenten liegen ja in k hoch n, beziehungsweise die Komponenten speziell in k. Und auf k habe ich ganz normal die Standardmetrik, also Betrag, mal eben diese grüne Norm von ek. Ich wollte ja nur die Normstriche so machen. Jetzt ist aber quasi das hier ja immer ein Einheitsvektor. Das heißt, wie auch immer ich das mache, ich kriege, wenn ich diese Normen hier aufsummiere, immer endliche Werte raus, weil das sind sauber definierte Vektoren. Das heißt, ich kann mir das hier sozusagen nach oben abschätzen durch irgendeine Konstante, nämlich gerade die Summe der Normen der Einheitsvektoren. Beziehungsweise man muss auch nicht mal die Summe nehmen, ich sage da gleich noch was zu. Mal die Summe k gleich 1 bis n Betrag xk. Das ist aber nichts anderes als die 1-Norm von x. Das heißt, das ist kleiner gleich Konstante mal Norm x in der 1-Norm. Der könnte man jetzt noch eine andere Farbe geben, aber ich glaube, es ist klar, dass das jetzt eine andere Norm ist, weil dann schon der Index anders ist. Und das C, das kann man jetzt ganz spezifisch angehen. Man könnte natürlich jetzt hier dieses Ganze mit der Summe bearbeiten. Da könnte allerdings natürlich irgendwas unter Umständen schiefgehen. Deswegen geht man einfach auf Nummer sicher. Man sagt einfach, okay, jede dieser Normen oder jeder dieser Normen EK, das ist einfach auf jeden Fall kleiner gleich als das Maximum der Normen über EK, egal welches K wir nehmen. Also K aus 1 bis n über die Norm EK. Das ist jetzt aber wieder die grüne Norm. Ist ökologisch besonders wertvoll. So, EK. Zack. Damit haben wir im Wesentlichen schon eine Sache gezeigt. Denn was wollten wir ursprünglich zeigen in unserer Definition hier, beziehungsweise was heißt in der Definition? Wir wollen zeigen, wenn wir so eine Norm Cx haben hier, dann ist die kleiner gleich als Norm x', dann ist die kleiner gleich als groß C mal Norm x. Und was haben wir jetzt gezeigt? Wir haben gezeigt, für so eine beliebige Norm ist das immer kleiner gleich als der 1-Norm. Und wenn wir jetzt umgekehrt die 1-Norm wieder gegen die ursprüngliche grüne Norm abschätzen können, dann sind wir fertig. Weil dann haben wir gezeigt, egal welche Norm wir wählen, sie ist äquivalent zur 1-Norm. Und über den Brückenschlag kriege ich dann natürlich für jede Norm Abschätzung. Das ist eine ganz klare Sache. Das heißt, jetzt haben wir sozusagen die eine Richtung fertig. Jetzt müssen wir uns um die andere kümmern. Was folgt hieraus insbesondere noch? Das ist sozusagen Abfallprodukt dieser Abschätzung. Diese Abbildung Norm von L1 hoch n nach r, die ist stetig. Weil, was sagt uns diese Abschätzung hier oben konkret? Naja, der Operator, der hier hinter steckt, der ist beschränkt. Ja, beschränkte Operatoren sind stetig, das ist irgendwo in Kapitel 5 mal bewiesen worden, also ist diese Normabbildung stetig. Insbesondere ist also jede Normabbildung, die wir definieren, erstmal stetig. Es sei denn, der Raum macht irgendwelche Sperenzchen. Aber ne, normalerweise in endlichdimensionalen, da sind wir jetzt ja gerade, ist es auf jeden Fall so, dass die Norm stetig ist. Jetzt müssen wir also nur noch den Rückschluss wagen. Also betrachten wir nun die Einheitssphäre. So, wir betrachten. Ja, was ist die Einheitssphäre? Der geben wir einfach den Namen. Das sind alle x aus k hoch n, sodass eben Norm x in der 1-Norm jetzt gleich 1 ist, weil wir wollen uns ja speziell die Einheitssphäre der 1-Norm angucken. Der Einheitsball sieht in R2 ein bisschen lustig aus, weil es ist alles nur kein Ball. Und zwar ist die Einheitskugel, Kugel in Anführungsstrichen, unter der 1-Norm eine Raute.
Ist das noch Raute? Ja, das ist noch Raute. Und zwar ist es folgendermaßen gearbeitet, wenn wir uns den R2 angucken. Ich versuche das mal wieder so grob hinzubekommen. So. Das nehmen wir uns jetzt mal als Kopie oder als Abbildung des R2 raus. Ich mache mal ganz kurz bei mir das Fenster zu, sonst höre ich Leute. Das ist nervig. Und ich möchte mir jetzt quasi die Einheitssphäre angucken. Das kann man ja relativ leicht mal sich anschauen. Wie die für die euklidische Norm aussieht, das dürfte bekannt sein. Ne, das für die euklidische Norm ist das hier immer. Kreise auf diesem Zeichentablet. Ne? Es ist grandios, ist das. So. Also ihr stellt euch dann hinterher hier mit dem Kreis vor. Das wäre jetzt die Einheitssphäre, quasi die S2. Also eigentlich heißt die S1, aber ne, das ist alles eine Benennungssache. Jetzt haben wir hier aber die 1-Norm stehen, nicht die 2-Norm. So, das heißt, was passiert? Die Summe der Koordinateneinträge, die muss wieder 1 sein. So, das heißt, hier ist schon mal sicher was dabei, hier ist schon mal sicher was dabei, hier ist schon mal sicher was dabei. Na, also die 4 Punkte sind schon mal sicher auf diesem S drauf. So, und wenn ich jetzt aber zum Beispiel hier ein bisschen dran wackel, also hier 0,5 habe, dann muss natürlich hier auch 0,5 rauskommen, weil die Summe muss ja 1 sein. Upsi. Ne, nehme ich hier irgendwie 0,7, dann muss ich hier bei 0,3 sein. Das heißt, ich bin dann irgendwo hier. Und wenn ich hier konsequent den Rand sozusagen verfolge, dann kommt hier tatsächlich eine Gerade raus. Das heißt, hier landen wir irgendwie sowas. Oder bei sowas. Und wenn ich das jetzt in die anderen Richtungen mache, kommen da auch konsequent immer Geraden raus. Also das heißt, ich habe hier hinterher sowas stehen. Wobei, was ich hier jetzt gezeichnet habe, sind streng genommen immer nur die Ränder. Ne? Also es ist natürlich alles auch dabei, was da drin ist. Und wenn ich das jetzt weiterspiele, dann passiert halt Folgendes. Diese Kreise, die ich hier bei der S2 habe, die beulen sich immer weiter aus. Und zwar konvergieren die gegen die unendlichen Normen. Und in der unendlichen Norm heißt das ja, okay, wenn ich die Einheitssphäre bezüglich der unendlichen Norm nehme, dann sagt mir das ja einfach nur, das Maximum der Koordinateneinträge ist betragsmäßig 1. So, das heißt, ich bin hier oben in der Ecke 1, 1 bin ich dabei, ich bin aber auch auf der gesamten Geraden hier noch dabei, weil hier ist das Maximum natürlich irgendwie minus 1 betragsmäßig, also 1. Hier unten rum, hier oben rum und dann wieder hier runter. Das wäre also quasi der Rand von der Einheitssphäre zur Subnorm oder zur Maxnorm. Und wenn man jetzt die dazwischen sich angucken würde, dann würde man halt sehen, dass die diesen Einheitskreis hier immer weiter ausbeulen. Das heißt, es würde hier steiler hochgehen und dann hier irgendwie so einen Knick machen. Und man kann das natürlich auch noch in die andere Richtung sich denken. Wenn ich das kleiner mache als 1, dann kriege ich hier so einen konkaven Schnitt rein. Das heißt, ich kann immer noch quasi Einheitssphären definieren, nur die betrachteten Abbildungen verlieren ihre Normeigenschaft. Weil ich kann eben keine Dreiecksungleichung mehr zeigen, wenn ich hier eine konkave Menge reinbaue. Ganz anschaulich gesprochen. Das kann man auch nachweisen, das ist aber erstmal gar nicht so wichtig. Aber das ist auf jeden Fall das Bild, was man jetzt im Kopf haben muss. Dieses Orangefarben hier, das ist sozusagen der Rand der Einheitssphäre auf dem ganzen Ding. Und wenn ich hier alles noch innen drin mitnehme, dann habe ich hier tatsächlich diese Einheitssphäre bezüglich der 1-Norm oder dieser kleinen L1-Norm. So, insbesondere, was wir da sofort sehen können, da müsste übrigens kleiner gleich 1 stehen, weil sonst rede ich hier nämlich wirklich die ganze Zeit nur vom Rand. Das ist ja ein doofer Fehler. Naja, ist ja aufgefallen. Das Ding ist selbstverständlich kompakt. Ne, weil, wie man schon allein sieht, es reicht eine einzige Menge aus, nämlich die kompakte S2-Kugel, um das Ding zu überdecken. Also es ist auf jeden Fall überdeckungskompakt. Wir sind in K hoch n, das ist ein metrischer Raum, also es ist kompakt. Ne, das heißt, das Ding ist kompakt. Kompakt, wo drin? Naja, da wo es liegt, nämlich in L1. So, jetzt kommt zum Tragen, dass hier diese Normfunktion wirklich eine stetige Abbildung ist. Also das Ding ist stetig und insbesondere positiv oder anders ausgedrückt nicht negativ. Das heißt,
Diese Abbildung der Norm nimmt auf der Einheitskugel ihr Minimum an. Nimmt auf S nach dem Satz von Weierstrass. Der Satz von Weierstrass, das ist dieser aus der Analysis bekannte Satz. Wenn wir eine stetige Funktion haben auf einer kompakten Menge, dann nimmt diese Funktion auf der kompakten Menge Minimum und Maximum an. Das ist der Satz von Weierstrass. Der wird manchmal anders genannt. Ich kenne den Untersatz von Weierstrass. Und deswegen nimmt halt diese Normfunktion nach diesem Satz ihr Minimum auf S an. So, wir wollen das gar nicht ausrechnen. Uns reicht halt einfach nur die Existenz. Also gibt es ein Alpha größer 0, ja, sodass die Norm von Y größer gleich Alpha ist. Ja, das ist wieder die grüne Norm. Ach, Menno. Einen Moment. Wir ändern das. Wenn ich schon mit sowas anfange, dann ziehen wir das auch durch. Zack. So, was habe ich vergessen? Hier muss ein Punkt rein, hier muss ein Punkt rein, hier muss ein Y rein. So. Ja, und das Ganze gilt dann natürlich für alle Y aus S, weil das soll ja Minimum auf S sein. So, das ist also bis jetzt rein elementare Analysis. Und jetzt wollen wir dazu das quasi nutzen, um das ganze Ding ja quasi vollständig zu machen. Dafür nehmen wir uns jetzt einen Vektor raus, und zwar sein Nu. Wir nehmen uns irgendeinen x aus k hoch n und wollen aber nicht, dass das der Nullvektor ist. Anschaulich wollen wir nämlich gleich durch die Norm teilen. Und die Norm ist halt wirklich nur 0, wenn der Nullvektor drin steht. Das heißt, den nehmen wir raus und dann können wir sicher sein, dass wir durch die Norm teilen können. Was gilt dann auf jeden Fall? Dann gilt, wenn ich 1 durch die Norm von x in der 1-Norm rechne und das Ganze auf den Vektor x anwende, dann lande ich sicher in S, weil ich habe dann den Vektor normiert. Ja, das heißt, ich bin sicher in der Einheitskugel drin. Was bedeutet das? Naja gut, das bedeutet, wenn ich jetzt... Es wird manchmal auch pragmatisch genutzt, diese Schreibweise. Ich schreibe auch manchmal einfach Vektor durch Zahl. Das ist durchaus in Ordnung, weil außerhalb der linearen Algebra wird man dafür nicht erschlagen. Man sollte sich allerdings immer im Gedächtnis behalten, dass eigentlich ganz sauber in einem Vektorraum nur Skalar mal Vektor definiert ist und nicht Vektor durch Skalar. Aber das lässt sich halt im Rahmen der invertierbaren Elemente lässt sich das immer retten. Von daher, notationsgemäß können wir da erstmal nicht so, brauchen wir da nicht so viel Rücksicht drauf nehmen. Und von diesem Element, also dem Normierten hier sozusagen, da nehme ich jetzt die Norm von. So, und jetzt weiß ich ja, das ist irgendein Element aus S, also es ist insbesondere größer gleich Alpha. Das ist die Eigenschaft hier. Und das ist wieder die grüne Norm. Also ich nehme mir quasi hier, das ist der Gag an der Geschichte, das wird halt mit der Farbe deutlich besser sichtbar. Ich nehme hier den Vektor, den ich auf die 1-Norm normiert habe sozusagen, und davon nehme ich jetzt meine Norm, die ich am Anfang gewählt habe. So, und dann weiß ich eben aus dieser Eigenschaft hier, das muss größer gleich Alpha sein, weil eben diese Normfunktion auf S irgendwo ihr Minimum annimmt. Na, entweder ist es das Minimum, dann ist es gleich, oder ist es nicht das Minimum, dann ist es größer gleich als das Minimum. Das ist der Gag an der Geschichte. So, und was haben wir jetzt hier stehen letzten Endes? Man löst das auf, man multipliziert einmal die Norm rüber, dann hat man hier stehen die gesuchte Norm, also hier diese X-Norm. Zack. Das Viech, das ist größer gleich als Alpha mal die X1-Norm. So, und wenn wir jetzt halt beide Ungleichungen zusammenfassen, die wir jetzt hergeleitet haben, dann haben wir oben stehen die x-Norm in der Mitte sozusagen, also die grüne Norm, die steht in der Mitte. Hier haben wir gezeigt, die ist größer gleich als Alpha mal die 1-Norm. Hier muss noch eine 1 hin, dafür muss die 1 hier am x weg. Als die 1-Norm von x. Läuft heute. So, als die 1-Norm von x. Und oben hat man gezeigt, es ist kleiner gleich als c mal die 1-Norm von x. Mit diesem Maximum der Einheitsvektoren da oben. Und das heißt, die beiden Normen sind äquivalent. Das ist nämlich genau die Bedingungsgleichung, die wir im Satz stehen haben. Oder Definition von Normäquivalenz. Ja, und jetzt war aber pünktlich, also hier die grüne Norm war beliebig. Ne? Und das heißt, das Argument läuft durch, egal welche Norm ich nehme. Und dementsprechend sind alle Normen auf k hoch n äquivalent.
Also die war beliebig, daraus folgt die Behauptung. So, ich hoffe, jetzt so aus der Rückschauperspektive ist es ein bisschen klarer gewesen, was ich vorhin angedeutet habe mit der Beweisidee, also die einzelnen Schritte. Man nimmt sich irgendeine Norm und zeigt dann diese beiden Abschätzungen, indem man die geeignet auf die x1-Norm wirft. Ne, das ist sozusagen der Clou an der Geschichte. Habe ich das jetzt also richtig rum erwähnt hier? Norm x kleiner gleich c, Norm x1 und ja, habe ich. Wunderbar. Haben wir. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal flugs wieder rüber in die Präsentation. Also diesen Satz haben wir jetzt und jetzt wollen wir weitermachen und jetzt wollen wir uns anschauen, ist es überhaupt notwendig, quasi mehr Räume zu betrachten als diese kleinen L1 hoch n. Also k hoch n ausgestattet mit Norm. Und Satz 10.2 sagt, nö, reicht aus. Denn wenn wir einen endlich dimensionalen Raum haben, dann werden wir sehen, der ist isomorph zu klein L1 hoch n und insbesondere ist er vollständig. Also jeder endlich dimensionale Raum ist vollständig. Das ist auch eine coole Sache und sagt wiederum einmal mehr, warum quasi diese endlich dimensionalen Räume nicht spannend sind aus funktional-analytischer Sicht, weil sie einfach zu schön sind sozusagen. Also es kann nicht so viel schief gehen, man kann aber auch nicht so viele interessante Sachen zeigen. Das Ganze ist Satz 10.2. Die Überschrift heißt nicht umsonst Folgerung. Wir werden gleich noch einen Satz 10.3 daraus ziehen. Das ist aber gerade erstmal nicht ganz so kriegsentscheidend. Was sagt der aus? Wir haben einen normierten Raum V mit endlicher Dimension. Die Dimension nennen wir einfach n und die soll kleiner als unendlich sein. In diesem Fall gilt erstens, das V ist isomorph zu klein L1 n und zweitens, das V ist vollständig. Das ist im Wesentlichen das, was ich gerade gesagt habe. Das müssen wir uns jetzt kurz überlegen. Das ist aber kein wirklich langer Beweis. Er benutzt allerdings tatsächlich eine Kleinigkeit, die ich nicht wirklich bewiesen habe in einem der vorigen Kapitel, die aber auch nicht schwierig zu zeigen ist. Das werde ich aber an der gegebenen Stelle sagen. Bitte, wo ist das Ding? Da ist das Ding. Also, Beweis von Satz 10.2. Wir brauchen eigentlich nur 1 zu zeigen. Ne, weil wenn wir 2 haben oder wenn wir 1 haben, dann wissen wir ja, L1 hoch n ist vollständig. Das ist die Sache, die ich nicht gezeigt habe, die aber nicht schwierig zu zeigen ist. Und dann kriegt man sofort die Isomorphie raus und dann hat man sofort die Vollständigkeit rüber auf V geschoben. Das heißt, wenn wir zeigen können, dass dieser endlich dimensionale Raum V, den wir haben, isomorph ist zu dem kleinen L1 hoch n, dann sind wir fertig mit dem gesamten Beweis. Und das zeigen wir jetzt. So, V ist endlich dimensional. Wir wählen also erstmal eine Basis. So, die besteht aus Basisvektoren V1 bis Vn von V. Und dann gucken wir uns eine spezielle Abbildung an, nämlich T von K hoch n nach V. Und die soll Folgendes tun. Die soll ein Element aus x, also ein x gleich x1 bis xn, abbilden auf ja gerade seine Koordinatendarstellung bezüglich der Basis. Also j gleich 1 bis n xj, also die Komponente, mal den Basisvektor. So, was man jetzt ziemlich leicht sieht, weil wir eine Basis haben, ist diese Abbildung bijektiv. Das ist im Wesentlichen aus Alina 1 bekannt. Also T ist bijektiv. Was wissen wir noch? Das Ding ist linear. Entweder ist auch das aus Alina 1 bekannt, weil es ist eine der klassischsten linearen Abbildungen, die Koordinatenabbildung. Oder aber, man rechnet es kurz nach. Es ist halt nicht schwierig, es sieht halt nur hässlich aus, weil es schon eine Summe an sich ist und dann setzt man halt da drin Summen ein, beziehungsweise eine Summe, nämlich von zwei Vektoren, x plus y, und dann sieht man sofort, man kann die natürlich auseinanderziehen, weil wir in einem Vektorraum eben einen Körper zugrunde liegen haben. Und in einem Körper gelten ganz normal assoziativ, distributiv und Kommutativgesetz, auch wenn wir letzteres, glaube ich, nicht brauchen. Also bijektiv und linear ist entweder schon bekannt oder im Fall der Linearität leicht nachzurechnen oder im Fall der Bijektivität leicht zu zeigen. Ich meine, dass das Ding injektiv ist, ist eigentlich klar, weil wenn wir hier vorne Koordinaten vorschreiben, kommt eine eindeutige Darstellung raus. Stellen wir aber umgekehrt so einen Vektor vor, dann finden wir dazu eindeutige Koordinaten. Das ist, wie gesagt, ein bisschen DINA.
So, jetzt sagen wir Folgendes. Wir nehmen die Norm von xt, also die t-Norm von x, wenn wir so wollen. Das definieren wir uns als die Norm von t angewandt auf x in v. Ja, v war ein normierter Raum, das heißt, auf v gibt es eine Norm. Habe ich, glaube ich, hoffentlich reingeschrieben. Ne? V ist ein normierter Raum, also haben wir da eine Norm. Und jetzt definieren wir einfach die Norm von x unter t sozusagen als das Norm unter dieser Norm auf v des Bildes. Ne? Mehr machen wir nicht. Also dies definiert eine Norm. Ja, wo auf k hoch n, weil wir setzen ja Werte in k hoch n ein, weil hier stehen ja x aus k hoch n. So, jetzt wissen wir nach Satz 10.1, wir finden irgendwelche Konstanten, sodass diese Norm, die wir jetzt hier definiert haben, äquivalent ist zur 1-Norm. Ja, also 10.1, was war jetzt die Normäquivalenz, sagt, es existieren 0 kleiner c kleiner groß c, OBDA, ne, man kann die auch, kleiner gleich, man kann die natürlich auch gleich wählen, aber man kann sie auch einfach ordnen, aus den reellen Zahlen. Ja, was gilt für die? Es gilt klein c mal die 1-Norm von x ist kleiner gleich die Norm x unter t. Das ist nichts anderes als die Norm von tx auf dem Raum V. Und das ist kleiner gleich das Groß C mal die 1-Norm von x. Genau. Ja, für x aus k hoch n. Ja, was haben wir damit? Wir haben gezeigt, dass die Norm von V wieder äquivalent ist zu einer Norm auf k hoch n. Und das heißt, diese Abbildung, die da oben steht, ist ein Isomorphismus. Denn er ist ja logischerweise normerhaltend, weil so ist er definiert. Und damit folgt 1. Also mehr ist es nicht. Damit haben wir sofort 1 erschlagen. Und 2 kriegen wir auch sofort. Also L1 hoch n ist vollständig. Wie gesagt, nicht, hab ich jetzt nicht ganz gezeigt, aber ist normalerweise eine Aussage, die man in jeder Anna 1 oder 2 macht. Weil L1 hoch n ist in unserer Variante jetzt ja gerade einfach nur k hoch n, ausgestattet mit der normalen Norm, in dem Fall mit der 1-Norm. Und dass das vollständig ist, das ist erstens bekannt aus Anna 1 oder Anna 2 und zweitens infolgedessen auch nicht wirklich schwierig zu zeigen. Also L1 n ist vollständig, dann folgt 2 aus Isomorphie. Ja, weil dann haben wir natürlich sofort, das ist isomorph zu V. Ja, und wenn das isomorph zu V ist, ist natürlich V auch vollständig, weil das hat halt eine äquivalente Abschätzung. Und damit folgt dann auch, dass dieser Beweis fertig ist. Und wir sind jetzt auch eine ganz gute Zeit dabei. Das heißt, ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach einen Cut. Ich bedanke mich schon mal sehr fürs Einschalten und hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht und vielleicht den einen oder anderen Aha-Effekt ausgelöst im Idealfall. Wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Und ansonsten sage ich einfach bis zum nächsten Mal, dann geht es weiter mit Satz 10, 3 und folgenden. Und bis dahin, tschüss.